Ja, mal noch was, was ich euch nicht vorenthalten will. Ja, die Lichterzeugung mittels Bedini-Motor und LEDs habe ich ja schon mal gezeigt, ne? Ja, und ein Video, wo ich mal einen kleinen Motor an den Bedini-Motor angeschlossen habe, um Leistung zu demonstrieren, weiß nicht, ob ihr das auch schon kennt. Ja, aber was mich heute ziemlich verblüfft hat, ne, wo ich jetzt auch so erst langsam dahinter komme, wie denn das in den ganzen Beschreibungen von den Bedini-Dingern gemeint ist, ist, ja, die Anfangsleistung steht für den Motor natürlich nicht am Anfang zur Verfügung, wie wenn man den direkt an die Batterie anschließen würde, ne, dass es sofort lospoldert wie Sau, sondern auch der, unsere alte Technik, ne, schaukelt sich dann auf, so nach und nach, und ich habe das vorhin mal probiert, ja, und ich war ganz schön verblüfft gewesen, ne. Hier haben wir einen kleinen Spielzeugmotor aus einer mohrenalten Spielzeugeisenbahn, noch mit handgewickelten Anker, ne, ganz klein und übelst energiefressend, und naja, mal schauen, ob wir den mit unserer Bedini zu laufen bekommen. 12 Volt Versorgungsspannung, Ampere, weil das Eingangsstromstärke, okay. Ja, jetzt können wir hier natürlich rumregeln, wie wir wollen, ne? Schutzdioden leuchten schön, obwohl er von schon angeschlossen ist, also er ist schon komplett am Output angeschlossen. Und da dreht sich noch gar nichts los, ne? Ja, egal wie man hier dreht. So, na gut, mal gucken, ob wir da andrehen können. Mal schauen, komm her, Kleiner. Ah, er kommt. Mhm. Ob es noch höher geht? Man hat schon mal auf einer richtig schönen hohen Drehzahl, ne? Das ist natürlich eine heikle Sache mit dieser Einstellerei hier. Da muss man mal ein bisschen warten, ob er sich aufschaukelt oder nicht. Jetzt machen wir wieder den guten Punkt. Okay, ja, das war das kleinere von den beiden. Ja. Ich finde wirklich immer so einen schönen Punkt wie vorhin. Schade. Da ist er richtig schön durchgegangen. Naja, weiß. So, jetzt probieren wir den Oschi mal, ne? 6000 Ton, Siemens, ziemlich dicke Anschlüsse da, ne? Mal gucken, ob der sich auch aufschaukeln will. Mal schauen, ob er mag.
einfach nur richtig Spaß drin. Was ist das? Steigflugzeug. Was denn? Tja, ganz schön Leistung, der Kleine. Lass die Räder halten. Aha. Na gut. So ungefähr kann das was werden. Oh, Fingernägel muss ich sauber machen. Okay, das kann man gleich machen.